Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, als nächstes ist wieder Idle Champions of the Forgotten Realms an der Reihe. Und aktuell ist gerade wieder ein Event zu Ende gegangen. Mal gucken, bin ich jetzt da eigentlich noch? Ja, ich bin noch auf der letzten Free-to-Play-Mission. Ich glaube, eine mehr hätte ich noch machen können, sowie die 5000 für eine weitere Mission. Gehen wir doch mal in die... Oh, ich habe sogar noch eine Gold übrig behalten. Gehen wir mal in die Achievements, weil das ist heute zumindest, oder das ist diesmal das Midwinter-Event, das erste Mal, dass ich relativ weit tatsächlich gekommen bin. Also klar, dass ich die neuen Crusader freigeschaltet habe, kein Problem. Das habe ich normal eh schon immer jetzt so weit mitgemacht. Aber diesmal habe ich tatsächlich zwei der Adventure abgeschlossen, sowie... Ja, bis Level 137 ist geschafft zu spielen, was ich jetzt natürlich noch ein bisschen pushen kann, weil ich bin ja jetzt aktuell noch in einer Runde und vielleicht geht es noch einen Tick weiter, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich mit euch nicht machen, weil es dann doch wieder zu lange dauert. Also ich werde jetzt mit euch mal noch in die Kiste reinschauen, weil die Goldkiste kann ich auf jeden Fall schon mal aufmachen. Die hat ja eh keinen Geldbonus dabei. Und gut, das ist alles Duplicate, da ist dann jetzt nur ein geringer Bonus und alles nur Gold, also Zeit. Boni, weil ich hatte mir schon überlegt, ob ich ein paar von meinen Scrolls dafür ausgebe, also hier diese Klick-Scrolls, das ist Kauste Klicks, 1% auf Monster Max Health, da der hier nur eine Minute dauert, wäre das halt relativ schnell vorbei, damit könnte ich wahrscheinlich nur ein Bossmonster killen, wenn ich dann tatsächlich die anderen vier Level vorher von meinen Crusadern geschafft bekomme. Bei den anderen wäre es schon ein bisschen länger, also vor allen Dingen so eine Epic mit 8 Minuten und 8%, das könnte natürlich schon ziemlich pushen, aber ich habe keine Idee, wie lange ich tatsächlich, also mal angenommen, ich schaffe mindestens 30 Sekunden, eine Minute pro Level irgendwo in der Dreh. Bei dem Speedrun war das ja so ähnlich, dass ich eigentlich 30 Sekunden so pro Level brauchte. Das heißt, ich könnte damit tatsächlich 16 Level vielleicht pushen. Aber es käme auf den Versuch drauf an und im Moment war es mir das noch nicht wert, zu sagen, okay, bloß damit ich hier diesen Bonus bekomme oder vielmehr diesen das Achievement, werde ich das jetzt noch nicht machen, sondern ich werde im Gegenteil einfach meine Leute jetzt noch weiter aufleveln und schauen, dass ich beim nächsten Mal weiter vorbereitet bin, weil was mir auf jeden Fall, denke ich, geholfen hat, war natürlich hier, dass ich die beiden, also sowohl hier Legendary Champions mit zweifach Damage Multiplikator als auch hier geschafft habe zu aktivieren. Danach Increase Amount of Favor Gained from Resetting in Event Campaigns. Das wäre jetzt das nächste Ziel dann, dass ich mir das erarbeite. Mit 1 hoch 8 ist das natürlich noch eine ganze Weile hin. Aber dann werde ich später wieder auf Cam's Favor erstmal wechseln und dort weitermachen. Die Chance, dass die Chests upgraden, das hilft mir jetzt relativ wenig bei einem Free-to-Play, aber es ist natürlich ein kleiner Bonus, zumindest dann eine größere Wahrscheinlichkeit für Gold-Chests zu bekommen. Mal schauen. So, ansonsten hier hatte ich ja gesagt, die Campaign, das hatte ich fertig. Dann hier mehr Gems nützt mir natürlich auch relativ wenig an der Stelle für die Kampagnen, dass ich dort höhere Level erreiche. Und Distract Drop 25% mehr Gold overall Campaigns, das weiß ich noch nicht genau, was das eigentlich genau meint. Vielleicht werde ich es ja irgendwann nochmal zufällig rausfinden, wenn ich dann über die entsprechende Textstelle stolpere, die damit zu tun hat. Ansonsten eben hier, ich habe jetzt so viele eingesammelt, dass ich einen 62% Bonus bekomme. Und je nachdem, ob ich die jetzt halt in Torm's Favor oder in Calm's Favor stecke, mal sehen. Ich habe jetzt noch eine knappe Woche Zeit, ja, bei dem, wo ich es reinnehmen werde, wahrscheinlich in Calm's Favor. Weil ich habe ja gesagt, hier will ich den Bonus hier mit dem 1 hoch 8 haben. Das heißt, ich werde noch eine Woche lang Missionen bei Calm's Favor spielen, um dann natürlich diesen Bonus noch auszureizen, weil der prozentuale Bonus bleibt ja jetzt gleich und ich kann dann dafür sorgen, dass bevor die zwangskonvertiert werden, dieser Wert auf jeden Fall noch ein bisschen zunimmt. Aber sonst gibt es jetzt aktuell nicht wirklich was zu sagen, keine neue Strategie, keine besondere Idee. Regis habe ich halt so weit verwendet, dass ich die verschiedenen Updates dort genutzt habe, um letztlich das eine Achievement freizuschalten.
weil der hatte zwei Entscheidungen, nicht nur eine, wie bei den anderen, wo man ja nur einmal so zwischen einem Skill entscheidet, sondern er hatte zwei Entscheidungen, wo man einmal sagt, hat er, also bufft er die vor oder hinter ihm stehen, und dann letztlich noch eine Zuordnung, hat er Melee, Magic oder Fernkämpfer gebufft, und das musste man mit hier allen sechs, genau, sechs Spezialisierungskombinationen einmal durchspielen. Und das habe ich dann letztlich so gemacht, dass ich dann ja, irgendwann später sie einmal ausgetauscht habe, weil ihr Bonus ist auf jeden Fall größer gewesen als Regis. Und das kann ich jetzt mal kurz machen. Also hier ist die erste Entscheidung, eben vor ihm oder hinter ihm. So, kann ich das ausnehmen. Dann wird vor ihm gebufft. Und das ist die nächste Entscheidung, die kommt dann bei 250. Und dann ist eben die Frage, Melee, Magic oder Range. Für mich wäre es natürlich normalerweise Melee. Das Einzige, was ich hier machen muss, ich muss ihn hier nach hinten ziehen, damit er letztlich meinen Crusader bufft. Aber ihr seht, 1, oder 2,3 jetzt hoch 32. Und wenn ich das entsprechend wechsle, da hat sie auf jeden Fall wieder einen höheren Bonus, dass ich halt bis hoch 34, also so hoch, egal wie weit ich den, wenn ich den ans Maximum geskillt habe, weil natürlich ist er jetzt hier noch nicht auf dem maximalen Level. So, schauen wir mal, damit wir es auch gleichmäßig vergleichen. Also es waren irgendwo hoch 33. Also es ist noch ein Tick niedriger als wenn ich eben mit Celeste spiele. Deswegen ersetzt er auf jeden Fall nicht Celeste, sondern bleibt halt einer der Neben-Crusader, die dann leider ja, nicht so oft verwendet werden. Weil ich glaube, er ist der einzige Stoki oder einer der wenigen, die tatsächlich geschafft haben, von den Standard-Crusadern oder einen Standard-Crusader zu ersetzen und dich nicht bei den ja, die ganzen Event-Crusader oder halt Spezial-Crusader, die man so bekommen konnte. Bei Delina weiß ich gar nicht, ob sie eigentlich der Standard war oder ob, weil ich denke, Hitch ist auch dazu gekommen. Aber ich glaube, es war dieser Bonus-Crusader, den man freigeschaltet hat. Aber naja, die dürfen sich jetzt weiter hier rumtreiben, und ja, mit den weiteren Leveln werde ich das dann später noch fortsetzen. Und mal gucken, ob ich das 137 noch ein bisschen pushe, aber ich werde jetzt eben keine Scrolls wirklich ausgeben, um das Level 175 noch zu schaffen, weil so wichtig ist mir dieser kleine Achievement-Bonus für den momentanen Zeitpunkt noch nicht, weil das 1% ist jetzt nicht kritisch, und die eine Mission kann ich eh nicht mehr abschließen. Das heißt, da muss ich mindestens aufs nächste Jahr warten, wo ich hoffe, dass dann diese Missionen wieder zur Verfügung stehen und man dann weiterspielen kann. Jetzt bin ich fast so gut. Also hier hatte ich auch drei Teile davon abgeschlossen. Hier dann eben nur den einen, jeweils diesen Crusader zu rekurrieren. Hier hatte ich auch drei geschafft mit 109. Relativ weit. Aber eben, das braucht einiges an Zeit, tatsächlich dann die Mission wirklich zu spielen. Wenn ich sie über Nacht dann laufen lasse auf dem Maximallevel, wo sie halt möglichst viel Geld einsahen oder möglichst viel Geld einsammeln können, damit ich wirklich in der Lage bin, hier die Favors entsprechend zu pushen. Und ich habe meistens so Resette zwischen 30 und 50%, nachdem ich das erstmal ein bisschen eingespielt hatte, dass ich halt mit jedem Durchlauf tatsächlich noch so einen 30 bis 50% Bonus bekommen habe. Weil so ein 9% Bonus, da hätte ich das zumindest bisher, soweit ich in der Lage bin, nicht wirklich geschafft, ein Level 175 zu erreichen. Aber das liegt letztlich auch daran, dass natürlich meine Crusader noch erheblich besseres Gear dann brauchen, was sie auch nach und nach jetzt noch durch den Shop bekommen werden. Also eine Goldkiste kann ich schon mal wieder kaufen. Mal gucken, ob was Interessantes dabei ist. Ja, zwar ein epischer, aber leider nur als Scroll, und das andere ist alles duplicated. Also gut, da war jetzt nichts weiter dabei. Aber das ist halt dann noch der lange Grind, die Ausrüstung zu optimieren. Und ja, mal sehen, wie die nächsten Free-to-Plays laufen. Also soweit die Rückmeldung von Idle Champions of the Forgotten Realms. Und weiter zum nächsten.